Ja, hallo, willkommen hier bei Werner Wino. Heute ein WhatsApp aus Sulzfeld. Wir waren ja schon mal da, jetzt sind wir wieder da beim Weingut Zehnter Flughart. Neben mir der Philipp. Ja, wir waren das letzte Mal vor 6 oder 7 Jahren dort. Und ich meine, das ist ja im Weinbusiness, glaube ich, schon eine etwas längere Zeit. In 5, 6 Jahren tut sich, glaube ich, immer im Weingut was. Was gibt es denn bei euch zur Erneuerung? Ja. Ihr wart ja sowieso schon immer Biobetrieb. Genau. Ich glaube, in der Richtung habt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen euch weiterentwickelt. Ja. Also, erst auch mal herzlich willkommen. Ja, es hat sich bei uns doch einiges auch getan über die letzten Jahre. War so, wie du sagst. Also, wir sind, sagen wir, in dem Thema Bio-Bewirtschaftung sind wir einfach, sagen wir, haben wir uns weiterentwickelt, sind einfach noch tiefer in die Materie rein. Und jetzt mit Jahrgang 2022, der jetzt im Keller liegt, ist es dann im Endeffekt für uns schon der fast 15. Jahrgang, in dem wir biologisch arbeiten. Und da merkst du einfach, wie sich die Weinberge, wie sich die Bodenstruktur, diese ganze Thematik immer weiterentwickelt. Und ich glaube auch, du merkst es den Weinen an, dass sich da einfach auch die Weine in einer gewissen Art verändern. Also wir haben einfach festgestellt, die Gärungen laufen homogener, laufen ruhiger. Auch die Weine im Glas sind insgesamt vielleicht ein bisschen gesetzter, auch von der Aromatik werden sie immer feiner und präziser. Und das ist auf jeden Fall was mir ganz stark auf die ökologische Bewirtschaftung schien. Okay. Genau. Und merkt ihr dann auch so im Weinberg, dass sich da einfach auch so in Sachen weniger Erosion, mehr Humus tut? Ja, das auf jeden Fall. Also wir arbeiten ja, wie ja jeder Biobetrieb, beziehungsweise auch die konventionell mit einem ähnlichen Qualitätsanspruch arbeiten, musst du halt heutzutage einfach auch mit Begrünungen arbeiten und da auf natürliche Weise zum einen Stickstoff aus der Luft zu sammeln über Leguminosen und dadurch eine Art Gründüngung zu machen und zum anderen einen Humus aufbauen. Und das ist für uns einfach das A und O, gerade hier in diesem doch sehr, sehr trockenen Eck von Franken müssen wir halt schauen, dass man über den Humusaufbau, der ja praktisch wie ein Schwamm ja wirkt, dass man da einfach möglichst viel Wasserspeicherkapazität in den Boden reinbekommen. Und deswegen arbeiten wir schon viel mit Begrünungen, hier und da auch mal mit Kompost, um einfach da die Wasserhaltekraft zu erhöhen. Und im Rebsortenspektrum hat sich da was bei euch geändert? Gar nicht allzu viel. Also es ist bei uns eigentlich immer noch so ein bisschen ein Verfeinern. Bei uns der große Umbruch war eigentlich schon in den ausgehenden 90er, beginnenden 2000er Jahren. Und seit eurem letzten Besuch hat sich relativ wenig nur noch getan. Also wir verschieben den Fokus im Weißweinbereich schon immer noch stärker auf den Silvaner. Haben jetzt auch gerade dieses Jahr wieder ein paar neue Weinberge mit Silvaner dazu bekommen, in besten Lagen und alte Reben. Also was nach der Umstellung auf Bio dann im Endeffekt unmittelbar Richtung gehobener Ortsweinqualität gehen könnte, wenn das dann passt. Und sprich Silvaner Anlagen, die jetzt 35, 40 Jahre alt sind, konnte man da nochmal dazu kaufen. Und also wie gesagt, im Weißweinbereich Fokus ganz klar auf Silvaner, tendenziell immer noch mehr Silvaner als andere Rebsorten. Und im Rotweinbereich, das ist was wir uns die letzten Jahre auch noch ein bisschen stärker positioniert haben. Da ganz klar auf die Burgunder, also Spät- und Frühburgunder. Daneben hinaus gibt es immer noch ein bisschen die Cabernet-Schichten mit Cabernet Sauvignon und Merlot, was uns so als kleine Spielwiese immer noch dient. Aber da der Hauptfokus ist wirklich auf die hochwertigen roten Burgunder. Ja, da hast du ja auch 3 Weine vorbereitet. Genau, würde ich sagen, schenke ich einfach mal einen Schluck ein. Dabei fehlt meine, hat das Kamerakind eigentlich eine Frage? Im Moment holst du es wirklich. Sehr schön.
Also, erster Wein, 2019 Sulzfelder Spätburgunder. Ist bei uns, also wir machen jeweils zwei Weine. Es gibt einen Ortswein im Spätburgunderbereich und ein großes Gewächs. Und auch beim Frühburgunder ist es so, ein Ortswein und ja, eigentlich ein erstes Gewächs, wo man die beiden Lagenweine qualitativ eigentlich auf eine nehmen muss. Genau. Und Jahrgang 2019, jetzt gerade noch der aktuelle Jahrgang, haben da die letzten Jahre immer ein bisschen auf die Bremse gedrückt, um einfach die Weine nicht so extrem jung mehr in Verkauf geben zu müssen. Und jetzt finde ich 19 im Ortswein-Bereich fängt jetzt an, langsam auch Spaß zu machen. Und daher ganz gezielt einfach der Versuch, dass man sie ein bisschen länger zurückhält. Der wird sehr harmonisch. Genau. So versuchen da auch, ähnlich wie im Weißweinbereich, unseren eigenen Stil zu finden. Das soll jetzt keine Burgund-Kopie sein, sondern schon unseren Lukert-Stil irgendwo durchzusetzen. Ist natürlich schon so, dass es Burgund auch für uns irgendwo die Vorbildsregion ist, einfach von der Weinstilistik, von der Intensität, von der Kraft, dass die Weine haben, und das versuchen wir schon auch ins Glas zu bringen. Also die Burgunder bei uns, die dürfen schon auch einen gewissen Schmelz und Intensität haben, und ja, das versuchen wir halt auch schon bei den Ortsweinen schön auszubringen. Mein 19. Jahrgang, der ja bei uns schon auch ein sehr, sehr heißer, trockener Jahrgang war. Am Ende dann auch, ich sag mal, durch die Trockenheit auch sehr niedrige Erträge. Und eine schöne, ausreifende, ich finde, man merkt es auch in dem Wein, eine unheimlich hoher Gehalt an sehr, sehr feinem Tannin auch. Ja. Eine ganz elegante Säure. Und einfach auch ein schönes Spiel aus Frucht und aber auch viel Würzigkeit. Und das ist was ich halt unheimlich gerne mag. Die Weine jetzt nicht nur fruchtgetrieben sind, sondern einfach auch diese Würzigkeit und Kräuterigkeit schön zeigen dürfen. Ich glaube, so unser Kamerakind könnte auch einen Schluck zum Probieren. Ja, heute. Wo wäre der preislich anzusiedeln? Also der Wein liegt jetzt bei uns auf Weingut bei 19 Euro. Ist er wert. Absolut. Genau. Absolut. Also ich finde ihn jetzt nicht so, wie du gemeint hast, also er hat schon eine gewisse Frucht, aber der hat einfach so sehr viel Extrakt und sehr viel Substanz einfach. Also da steht einfach was dahinter, wenn man reinriecht, dann weiß man, okay, wenn man probiert, dann hat man einfach auch einfach so eine schöne Benetzung von Geschmacksnerven. Genau. Der Macher hat dann auch offene Maischegärung und... Also wir arbeiten bei Rot, eigentlich auch sehr klassisch. Das heißt, Maischegärung im Eichenküf, also sehr, sehr traditionell, wie ich es auch in meinem Lehrbetrieb, also ich war bei Fürst, habe ich meine Ausbildung gemacht, kennengelernt habe. Und teilweise nehmen wir auch ein paar Prozent ganze Trauben mit dazu, wobei wir das eigentlich auch stark jahrgangsabhängig machen. Und dann spontan vergoren auf der Maische über etwa, ich sag mal, 14 Tage, 10 bis 14 Tage. Und dann pressen wir ab, lassen sie über 2-3 Tage sedimentieren, dass wir die ganz grobe Hefe praktisch abtrennen. Und dann gehen wir eigentlich direkt ins Barrique. Und davon bleiben die Weine ungefähr 1,5 Jahre. Und wenn dann einmal abgeschoben, vor der Abfüllung küvettiert und dann auch auf die Flasche gebracht. Also ganz, ganz traditionell, sehr, sehr wenig technischen Einsatz. Ja. Und ihr lasst dann auch eher wirklich so, also der ist dann eher unfiltriert. Genau, genau. Also der wird jetzt gar nicht nochmal... Nee, genau. Also das ist bei den Rotweinen bei uns auch eigentlich schon Tradition, kann man sagen. Also wir
Wir ziehen die praktisch einfach nur sauber aus den Fässern ab und füllen die dann unfiltriert. Finde ich bei den Rotweinen bringt es einfach nochmal einen Tick mehr an Reifefähigkeit. Und von dem her, also es kann auch mal sein, dass in der Flasche so ein ganz kleines Hefedepot, ein ganz kleiner Hefeschleier drinnen ist. Deswegen schreiben wir es auch mit auf die Flasche drauf, dass die Weine unfiltriert sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie total trüb werden wie Naturwein, sondern dieses Glanzhelle ist mir schon wichtig und ist uns schon wichtig. Aber ja, wie gesagt, so ein ganz kleines Hefedepot darf auch mal drin sein. Ja, ich finde das super, ich finde richtig gut. Was meinst du? Sehr fein. Richtig schön. Und das ist jetzt der 19er Jahrgang. Genau. Dann kommt jetzt der 20er. Also, ja. Ja, 20 war bei uns ja ein bisschen größerer Einschnitt, sage ich mal. 20 gab es keinen Spätburgunder im Ortsweinniveau, weil uns da einfach schlichtweg die Flächen komplett erfroren sind. Wir hatten ja in 2020 mit dem Spätfrost hat es uns ja extrem stark getroffen und hatten da Ertragsausfälle in Höhe von ja, ungefähr 90%. Und da gab es halt viele Weine, praktisch gar nicht, beziehungsweise nur in homöopathischen Mengen. Und gerade die ganzen Flächen, die jetzt praktisch in den Ortsweinspätburgunder reingelaufen wären, das ist eigentlich komplett erfroren. Und das Einzige war, dass man im Ostteil konnte man zwei Fässer ernten für unser großes Gewächs. Also das kommt dann aus Jahrgang 2020, kommt jetzt dann dieses Jahr im September. Aber im Ortsweinbereich war es leider nicht möglich. Dafür gab es ein paar Fässchen Frühburgunder, da konnte man noch was ernten. Aber der Jahrgang war bei uns schon ein sehr, sehr großer Einschnitt, weil es einfach mengenmäßig ein katastrophaler Jahrgang war. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, 20, als da die Meldung kam, und ich hatte mega Mitleid. Also ich habe mir wirklich gedacht, oh Gott, ja. Das ist ja total schlimm. Und wie geht man dann damit um eigentlich? Naja gut, im Endeffekt war es so, erstmal den großen Schock irgendwie verdauen. Wir waren im Endeffekt dann auch erstmal eine Woche nicht im Weinberg, weil da machst du dich auch nur selber verrückt, wenn du da rausgehst. Das war eine Situation, wir hatten es ja 2011 schon mal ähnlich mitgemacht, nur war es damals eigentlich nicht, im Nachhinein nicht ganz so schlimm. Haben wir in Anführungszeichen nur 70% Ausfall. Und in 2020 war halt einfach Katastrophe. Also die Reben waren in der Regel fast so hoch gewachsen wie die Flaschen, also 20, 25 Zentimeter. Und dann kam ja der Frost und dann war praktisch in ganz vielen Bereichen von unserer Gemarkung war kein grüner Trieb mehr gestanden. Und das ist peu à peu, du hast immer bei manchen Weinbergen hast du noch gedacht, naja komm, vielleicht hat es dann nur die Triebspitzen oben und dann nach ein, zwei, drei Tagen sind die immer weiter eingetrocknet. Und das war halt im Endeffekt, kannst du sagen, ich hatte Totalschaden auf über 100 Hektar Rebfläche in Sulzfeld. Und da war natürlich für uns dann schon irgendwo so die Frage, wie geht es weiter? Und dann einfach erstmal Gedanken sammeln, erstmal draußen wirklich ein bisschen Abstand gewinnen und dann halt Gedanken machen, wie gehen wir damit um. War dann auch für uns so, wir haben das dann auch relativ schnell Kollegen angesprochen, sind auch dann von VDP-Kollegen angesprochen worden, ob sie uns aushelfen dürfen mit Traubenzukauf praktisch. Haben das dann auch ein bisschen was in Bioqualität dazu gekauft, einfach dass wir irgendwas zur Vermarktung haben und haben das auch sehr, sehr stark oder offensiv auch den Kunden gegenüber, auch seitens vom Fachhandel dann abgefragt, ob da Interesse besteht, dass wir quasi was zukaufen. Und das haben wir dann in dem einmaligen Jahrgang gemacht, weil normalerweise produzieren wir praktisch nur aus komplett eigenen Trauben auch. Und so konnte man das Jahr halt irgendwie überbrücken, hatten auch zum Glück eine Frostversicherung abgeschlossen, vor ein paar Jahren schon mal. Und das ist halt einfach was, wo wir uns in Zukunft noch stärker irgendwie mit befassen müssen, weil es einfach häufiger kommen wird, braucht man gar nicht drum herum zu reden. Und wir müssen halt einfach schauen in Jahren, wo wir normal ernten, dass wir einfach
Endeffekt da so einen Puffer aufbauen, dass man halt auch so ein Jahr irgendwie bestehen kann. Oder ich weiß nicht, ich habe mir auch schon mal überlegt, ob es dann vielleicht auch interessant ist, vielleicht Rebsorten anzubauen, die vielleicht ein bisschen später austreiben oder so. Oder? Also ist halt das Problem, dass es da im Endeffekt wenig Rebsorten gibt, ich sag mal, die so einen starken Verzug haben, dass das funktionieren würde. Der einzig gangbare Weg ist eigentlich, dass du einfach sagst, du gehst praktisch auf eine andere Gemarkung noch mit Flächen, dass du für uns beispielsweise, dass wir sagen, wir gehen nach Sommerhausen oder Frickenhausen, dass wir uns da noch einkaufen irgendwo oder was dazu pachten, aber das ist halt einfach in der Betriebsentwicklung unheimlich schwierig. Du hast wieder relativ lange Wege, gerade im Pflanzenschutz ist halt jetzt Frickenhausen, die sind wieder 3-4 Tage vor Sulzfeld und das musst du natürlich dann auch alles managen und ich sage mal, bei uns als Familienbetrieb mit nur wenig Angestellten ist das halt einfach für uns fast nicht praktikabel und noch dazu sehen wir hier in Sulzfeld eigentlich immer noch wahnsinnige Möglichkeiten, uns in Zukunft weiterzuentwickeln, jetzt nicht unbedingt über die Größe, sondern wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo man sagt, wir wollen jetzt auch nicht größer werden, rein von der Fläche. Aber es gibt noch so viel Weinberge, die wir jetzt gepflanzt haben oder Parzellen, wo man sagen, ja, da haben wir in Zukunft noch die Möglichkeit, noch viel individuellere Weine oder noch bessere Weine zu erzeugen. Und ähnlich wie wir es mit dem Haustall auch geschafft haben. Vor 20 Jahren war es ein Haustall auch relativ unbedeutend und mittlerweile haben wir es glücklicherweise geschafft, dass Maustal Silvaner schon irgendwie jedes Jahr unter den besten Silvanern Deutschlands steht. Und das versuchen wir halt einfach ja, in Sulzfeld doch, oder aus dem Grund versuchen wir auch in Sulzfeld zu bleiben. Okay. So gewisser Patriotismus. Ja, klar. Sowieso. Genau. Was hätte es denn noch für uns? Genau, jetzt haben wir dann auch gleicher Jahrgang, den nächsten Spätburgunder, also das wäre dann schon das große Gewächs aus dem Haustal. Genau. Im Endeffekt in der Vinifikation mehr oder weniger identisch. Unterschied ist einfach, dass es nochmal feineres Rebmaterial ist, ältere Anlagen und dementsprechend einen Tick niedrigere Erträge. Aber vom Ausbau ist das gleich. Also es ist ein etwas leicht höherer Anteil an neueren Fässern, dass man da drüber einfach, ich finde, die großen Weine vertragen das auch. Es sollen jetzt keine holzgetriebenen Weine sein, sondern schon die Burgunderart im Vordergrund stehen. Aber ich find, es tut den Wein schon gut, wenn sie, ich sag mal, ein Tick mehr neue Holz haben. Du hast einfach in der Nase hast du gleich eine ganz andere Fruchttiefe, du hast viel mehr Schwarzbärigkeit, schwarze Johannisbeer, dann auch in so eine Eukalyptus-Richtung gehen. Das ist dann schon nochmal eine ganz andere Tiefe in der Nase. Hat aber noch einen kleinen Ticken mehr Tannin. Genau, also hat mehr Gerbstoff, kommt einfach auch daher, aus dem, ja, dadurch, dass es ältere Weinberge sind und sind auch Klone, die uns nur ganz kleine Trauben mit kleinen Beeren bringen und dementsprechend halt einen höheren Schalenanteil. Und dadurch hast du einfach immer ein Tick mehr Gerbstoff. Ist aber auch was alle unsere Weine nicht auszeichnet. Also auch im Weißweinbereich durch alte Reben niedrige Erträge, auch die spezielle Art des Rebschnitts. Also wir erziehen ja fast alle unsere Weinberge auf dem sogenannten Cordon-Schnitt. Wo du eigentlich so, also ja nur noch auf Zapfen zurückschneidest und dadurch praktisch diese natürliche Unfruchtbarkeit der Rebe auf den untersten Augen ausnutzt und dadurch bekommst du halt einfach sehr, sehr kleine, konzentrierte Trauben, die aber schon auch in sich mehr Gerbstoff tragen und das merken wir auch gerade bei den Weißweinen, dass man da nur noch sehr wenig
mit manchen Standzeiten arbeiten, also auch gerade in diesen trocken heißen Jahren, reduzieren wir das eigentlich wirklich auf ein Minimum. Und die Weine haben trotzdem immer noch diese Phenolik und diese, ja, diesen leichten Gerbstoff, der auch den Weißwein so dieses Rückgrat gibt. Und das ist natürlich bei den Rotweinen dann durch Maischegärung wird es natürlich noch verstärkt. Und aus dem Grund gehen wir auch mit Anteil Ganztrauben immer weiter zurück sogar wieder. Und arbeiten auch fast nur noch mit Remontage, also Überschwallen, und unterstoßen die Maische fast gar nicht. Also da versuchen wir einfach, oder müssen wir, aufgrund der natürlichen Gegebenheiten bei uns schon sehr, sehr schonend arbeiten, dass es einfach nicht zu stark extrahiert wird. Wobei ich finde, bei den großen Rotweinen, das sind natürlich einfach Weine, die liegst du ja auch mal 10, 15, 20 Jahre im Keller. Und da tut es dem Wein dann schon auch gut. Weil, auch wenn du im Burgund bist und du probierst jetzt die großen Burgunder, die haben schon auch in der Jugend, die haben schon auch richtig massiv Gerbstoff. Und das sind halt einfach auch Weine, die halt auf lange Sicht getrunken werden. Und diesen Anspruch haben wir schon auch. Ja. Ich finde es auch sehr interessant, also jetzt weg von dem Rotwein, das du gesagt hast, ihr verkürzt eigentlich die Maischestandzeit. Also ihr habt eine sehr kurze Maischestandzeit. Das ist ja eigentlich so ein bisschen gegen den aktuellen Trend, so ein bisschen. Ja, ich meine, mit unserer ganzen Betriebsphilosophie, die ja zum einen schon meine Großeltern, die ja den Betrieb gegründet haben, die haben ja schon eigentlich genauso gearbeitet, wie es dann mein Vater und mein Onkel noch weiter verfeinert haben. Also auch zu deren Zeit war es schon immer so, die besten Weine waren immer im Holzfass, also auch in den 80ern, als dann so diese Technisierung eingesetzt hat, mehr mit Edelstahl und mehr Technik einfach auch im Keller, war es den beiden auch schon immer wichtig, dass die guten Weine oder die besten Weine des Jahrgangs trotzdem immer im Holz ausgebaut wurden. Und dann, als Dodi und mein Vater übernommen haben, haben die ja praktisch wieder den Schritt dann gemacht und gesagt, ja, wir machen jetzt 100% der Weine im Holz. Und diesen Weg, den gehen wir halt heute auch konsequent immer noch weiter und lassen uns da halt wirklich eigentlich auch von außen nicht beirren, sondern bleiben da unserem eigenen Stil treu. Und das ist halt großes Holz und diese Struktur der Weine, das versuchen wir draußen im Weinberg zu erzielen und versuchen eigentlich in der Kellerwirtschaft möglichst weit zurückzutreten. Natürlich ist es so, wenn du im Holzfass arbeitest, wenn du mit Spontangärung arbeitest, lassen sie auch zu, dass die Weine, auch die Weißweine, einen biologischen Säureabbau machen, hast du natürlich, ich sag mal, kellertechnisch schon einen relativ starken Einfluss, als wie wenn du jetzt im Edelstahl mit einer Reinzuchthefe arbeitest. Aber für uns ist das aber eigentlich der Weg, wie man halt die Herkunft und diese Authentizität von Sulzfelder Weinbergen möglichst am besten ins Glas bringen. Ich würde einfach mal sagen, der Erfolg gibt euch absolut recht. Ja, vielleicht kann man sowas auch sagen. Ja, ich finde den ziemlich grandios. Also ich könnte mir den so richtig toll zu Reh vorstellen. Ja, genau. Und so. Also so leichtes Wild, sage ich jetzt mal. Da könnte ich mir den richtig gut vorstellen. Da ist jemand trocken. Das sind halt einfach auch Weine, die, wie du sagst, genial als Essensbegleiter sind. Also wir arbeiten ja auch viel mit Gastronomie zusammen und ich denke, das sind auch das, wo die Weine weiß wie rot auch hin, wenn man so nennen will, hin konzipiert sind, dass es einfach Essensbegleiter sind. Es sind jetzt alles keine Weine, die sich jetzt durch ein extrem starkes Aroma auszeichnen, sondern es sind eigentlich alles sehr, sehr feine, sehr, sehr leise Weine, die einfach dann ein wahnsinns Mundgefühl und eine Mordsstruktur haben. Und ich finde, das brauchst du halt, um als Essensbegleiter irgendwie zu funktionieren. Da nützt dir es nichts, wenn der Wein, ich sag mal, extrem riecht und dann aber sehr schlank und fast dünn oder karg ist, sondern das darf schon ein bisschen Speck und Struktur haben. Ja. Einfach, dass er halt auch, sag mal, dem Essen was gegenüberstellt. Und ich glaube, da brauchst du einfach dann auch den Typ von Weinen, dass das schon ein bisschen Bums auch hat. Ja, natürlich. Ich finde ihn grandios. Ich habe in letzter Zeit zu viel Spätburgunder probiert. Ja, ja. Ach,
Schön, schön. Ja, also ich liebe es auch, ja. Und ist ja auch bei für mich im Betrieb so das, wo ich mich verwirklichen darf. Wir haben ja eigentlich keine große Aufteilung. Ich meine, wir machen das ja mit unserer kleinen Mannschaft zusammen. Und die einzige gröbere Aufteilung, die wir haben, ist, dass mein Onkel praktisch im Herbst für die Weißweinbereitung zuständig ist. Und ich kümmere mich um die Roten. Und dann, ich sag mal, das war es eigentlich schon mit Spezialisierung, und die restlichen Entscheidungen treffen alle zusammen. Aber ich finde es auch so genial, und ich liebe auch die roten Burgunder, weil einfach diese Feinheit und diese Eleganz, und aber trotzdem diese, wie du sagst, diese extreme Vielfalt, die es ergibt. Egal, ob du jetzt die verschiedenen Anbaugebiete in Deutschland, dann gehst du nach Frankreich, dann hast du in Neuseeland oder in USA von Kalifornien bis Washington State, und da gibt es so viel faszinierende Weine, und das ist schon extrem cool, und das ist halt einfach auch das, wo bei uns so, wo wir auch unseren Horizont extrem erweitern können. Und im Gegensatz dazu halt die andere Hauptrebsorte, weil die Hauptrebsorte für uns mit Silvaner, ich sag mal, da bist du halt schon begrenzt mit anderen großen Weinen, weil es halt einfach nicht viele Regionen gibt, wo wirklich ernsthaft über Silvaner produziert wird. Das hast du halt nur in Franken, dann ein bisschen in Rheinhessen noch, hier und da mal ein paar Geschichten in der Pfalz oder in Elsass. Aber dann hört es ja eigentlich schon auf. Ja. Und dementsprechend ist da natürlich der Horizont sehr, sehr eng, oder die Dichte an wirklich herausragenden Weinen schon begrenzter auf jeden Fall als bei den Burgundern. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, also ich konnte ja auch so eure GGs immer so im September probieren. Ja. Und ich muss echt sagen, ich freue mich dann so immer drauf, wenn dann am Schluss von der Präsentation dann mal noch die Spätburgunder kommen. Ja. Und ich muss echt sagen, also eure Spätburgunder, die können international absolut nicht nur mithalten, sondern die schwimmen schon auch oben mit, würde ich sagen. Danke. Ja, es ist auch was, was mir selber extrem merken. Also es ist schon auch so, in Deutschland werden sie jetzt mehr und mehr wahrgenommen. Es ist aber natürlich schon auch so, sie haben schon einen sehr eigenen Stil. Das ist wie bei den Weißen auch. Du merkst schon, dass das aus einem Haus kommt, die jetzt, ich sage jetzt mal, nicht versuchen, irgendwas zu kopieren, sondern wir trauen uns da schon auch einen eigenen Weg zu gehen. Und in Deutschland ist das lange Zeit nicht so wirklich verstanden worden, glaube ich, oder ernst genommen worden. Die letzten Jahre hat sich da schon auch einiges getan, auch in den ganzen Weinführern. Aber im Ausland merkt man das eigentlich schon viel, viel länger. Und gerade Niederlande, England und Dänemark, das sind eigentlich für uns Märkte, wo wir extrem viel auch von den hochwertigen roten Burgundern hin verkaufen. Und in Deutschland ist es schon immer noch eine Nische, aber in den Märkten, die kommen Silvaner, und nach dem Silvaner gehen sie dann sofort auf die Roten. Und das ist eigentlich unheimlich spannend zu sehen, dass da vielleicht sogar ein bisschen mehr Offenheit auch da ist für diese sehr individuellen Burgunder. Aber es ist auf jeden Fall eine super schöne Entwicklung. Ja. Und, so ist es ja auch. In Burgunder hast du halt einfach so extreme Vielfalt auch, da hast du einfach diese schon auch konzentrierten, dichten Weine, dann hast du auch diese ganz leichten, moderneren Stil, dann hast du wieder andere Betriebe, die schon eher dieses sehr, sehr wilde auch bespielen, und das ist schon eine gute Entwicklung, und ich finde es auch gut, dass in Deutschland mittlerweile sich da auch so vieles öffnet, weil es war ja natürlich schon auch über die letzten Jahre schon extremer Stilwandel, eher so von diesem ein bisschen eher holzgetriebenen, süßlicheren, reiferen Burgundern, die wir ja oft in Deutschland hatten, dann zu diesen doch deutlich kargeren, säurebetonten, und jetzt langsam öffnet sich, finde ich, das Feld für die wirkliche Burgundervielfalt auch in Deutschland. Das ist einfach super spannend. Auf jeden Fall. Was ist dein Eindruck? Schöner Schmelz. Richtig gut, richtig komplex, aber nicht so, dass man zu viel über den Wein nachdenken muss. Ja, schöne Gerbstoffstruktur, also finde ich richtig angenehm, auch als begnadeter Koch passt das auf jeden Fall gut.
Was mich interessieren würde, wie wird sich denn so die Wärme und Hitze in den nächsten Jahren so eigentlich auf die Burgunder auswirken? Mhm. Ist das was die gut wegstecken können oder ist das was denen noch mehr Tiefe verleihen wird? Also ich sag mal, es ist schon, du musst bei den Burgundern müssen wir schon gucken, dass wir das ein bisschen im Rahmen halten. Aber es ist, ich sag mal, neben dem Silvaner schon noch mit die Rebsorte, die damit am besten zurechtkommt. Früher ist man ja oft hingegangen bei den Roten, dass man gesagt hat, man entblättert komplett und stellt die frei, dass da einfach möglichst viel Sonne drauf geht. Mittlerweile merkt man auch, dass so manche Jahre, wie jetzt auch vielleicht 22 teilweise so war, auch gerade 18, 19, würde es so nicht mehr funktionieren zu arbeiten, weil da kriegst du auch beim Spätburgunder oder auch beim Frühburgunder kriegst du Verbrennungen, die Säure geht dir zu stark in den Keller. Also auch da muss man umdenken und du musst schon mehr mit dem Schutz der Blätter auch arbeiten, dass du halt wirklich nur noch moderat entblätterst oder nur von der Schattenseite. Und da hat sich oder muss man schon auch umdenken mittlerweile. Aber ich sehe es schon immer noch so, dass bei uns die Klimaveränderung oder Klimaerwärmung immer noch sehr, sehr positiv ist, auch gerade für die Rotweine. Auch der Silvaner ist eine Rebsorte, der eigentlich sehr, sehr gut damit zurechtkommt. Also egal, ob das jetzt ein trocken-heißes Jahr ist oder eher feuchteres Jahr, der Silvaner ist da immer noch sehr stabil. Und die Rebsorten, wo sich halt mehr und mehr schwer tun, sind halt einfach die frühreifenden, Bacchus, Müller-Thurgau. Mein Bacchus haben wir jetzt keinen mehr, Müller-Thurgau noch einen Weinberg. Auch der Riesling ist oft auch so eine kritische Geschichte, weil er halt eine sehr, sehr dünne Beerenschale hat und dann im Herbst halt doch oft zum Faulen neigt. Aber wie gesagt, Silvaner, Burgunder, Chardonnay, das ist was eigentlich extrem gut funktioniert und auch, glaube ich, in Zukunft mit einer gewissen angepassten Bewirtschaftungsweise funktioniert es immer noch gut. So. Denke ich auch. Also ich glaube auch so, der Fokus im Weißweinbereich wird einfach auf Silvaner, Burgunder sorgen. Genau. Und vielleicht die eine oder andere neue Rebsorte. Ja, ich meine, das für Franken neue Rebsorte. Ja, ja, ich meine, da gibt es mit Sicherheit auch spannende Geschichten. Auch so, mein Sauvignon Blanc, das hat sich ja mittlerweile auch in Franken etabliert. Was jetzt vielleicht mal neu kommt, ist halt so Geschichten wie Chenin Blanc, Viognier. Da wird es mit Sicherheit auch noch Betriebe geben, die sich daran wagen. Und natürlich auch die ganze Thematik mit Pinots. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und also es wird sich schon noch die nächsten Jahre einiges tun. Aber ich glaube, eigentlich sind wir in Franken gut dran oder würden einen guten Weg damit gehen, wenn wir uns einfach weiter verstärkt auf den Silvaner konzentrieren und natürlich für einzelne Betriebe so ein paar Nischen zu bespielen. Ich meine, wir machen es ja auch mit Chardonnay, mit Muscatella, mit Sauvignon Blanc, also wir sind ja doch auch relativ weit aufgestellt. Aber ich glaube, für Franken an sich sollte der Fokus schon irgendwie beim Silvaner bleiben, weil das ist halt einfach für uns das Aushängeschild und einfach auch die Rebsorte, wo man, glaube ich, auch am stärksten und am authentischsten rein auch produzieren kann. Wo man einfach auch wirklich einfach so auch Franken und den Winzer auch zeigen kann. Genau. Und da sind wir auf einem guten Weg, aber ich glaube, da müssen wir auch immer noch weiter Gas geben. Ja. Aber du hast noch einen letzten Wein vorbereitet, genau. So eine meiner absoluten Lieblingssorten. Also. Genau, Frühburgunder. Für manche ist er immer so kleine Schwester vom Spätburgunder. Ich sehe es eigentlich, wie gesagt, absolut ebenbürtig. Und auch hier ja, in der Region tief verwurzelt, hat er auch das Synonym Blauer Nürnberger als Name. Also war ja, ich sag mal, um den 30-jährigen Krieg hat ja Franken eine viel größere Ausdehnung. Es gab ja zu der Zeit um die 40.000 Hektar Reben in Franken. Jetzt sind wir aktuell noch bei 6.000, also da hat sich doch einiges verändert. Und Frühburgunder, ich finde es halt grandios und kommt ja eigentlich eher so aus diesem westlichen Franken, also Bürgstadter Ecke. Und wir haben jetzt Frühburgunder auch seit, ich glaube,
25 Jahren im Anbau und im Sonnenberg eben stehen dort die alten, relativ alten Reben. Und da produzieren wir eben in kleiner Auflage den Wein. Ist jetzt Jahrgang 2015, also auch ein sehr heißer Jahrgang. Jetzt machen wir ein bisschen Reife und ja, zum Wohl. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, vor ein paar Wochen hatten wir mal von euch so spontan was aus dem Regal gezogen. Merlot von 9 und Frühburgunder von 10. Ja. Das war grandios und ich glaube, 15 ist, glaube ich, nochmal eine Steigerung zu 10. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, oder mein 10 war für uns schon auch für Frühburgunder mit Sicherheit ein sehr, sehr cooler Jahrgang, weil er halt ja, cool bzw. sehr kühl auch war, oder kalt eigentlich, war mit Sicherheit für uns der in den letzten 20 Jahren der kühlste Jahrgang. Von dem her passt es mit Frühburgunder, aber auch, ich finde auch gerade diese heißen Jahre, wie 15, wenn du einfach genau den Punkt erwischt, den Frühburgunder richtig zu ernten, und das ist halt große Herausforderung bei der Rebsorte, weil da machen ein, zwei Tage, könnt ihr auch schon wirklich viele ausmachen. Dann ist es auch in heißen Jahren richtig cool. Und ich finde, das zeigt der Wein extrem. Also da hast du halt mehr diese süßlichere Frucht als bei Spätburgunder. Ganz viel so, was so Walderdbeeren, sowas, so ganz dunkle, süße Frucht. Und auch so diese schönen Gerbstoffe, aber auch so. Finde ich noch mehr konzentriert als beim Spätburgunder. Genau, eigentlich. Genau. Dann kommt jetzt halt durch die, ich sag jetzt mal, leichte Reife, so eine ganz feine Extraktsüße dazu, die halt der Spätburgunder jetzt noch nicht hat, der Maustaballer halt einfach noch sehr jugendlich ist, wird er mit Sicherheit auch bekommen, aber ich finde, da hast du jetzt diese leichte Süße dazu und das wird jetzt halt auch perfekt, so Reh oder so. Oder auch wenn du im Vegetarischen bleibst, irgendwie mal so aus dem Pilz ein bisschen schärfer angegrillt, was halt einfach von sich aus auch ein bisschen Umami mitbringt und dann so ein Glas Wein dazu. Das ist schon cool. Ja, glaube ich auch. Also ich hatte jetzt, weil wir gestern was gegessen haben, ich hatte jetzt Shiitake-Pilze im Hinterkopf, das können wir mit auch gut vorstellen. Wie siehst du die Zukunft vom Frühburgunder? Glaubst du, der bleibt uns erhalten? Oder? Also ich glaube, in der Nische bleibt er erhalten. Also es ist jetzt mit Sicherheit auch für uns keine Rebsorte, die ich jetzt unbedingt nochmal pflanzen würde. Einfach auch, weil bei uns, zumindest in der momentanen Betriebsentwicklung, jetzt die Flächen eigentlich so weit besetzt sind, dass ich jetzt sage, ich hätte jetzt auch keine Fläche, wo ich nochmal Frühburgunder pflanzen könnte. Es ist aber schon auch so, dass es in manchen Jahren mittlerweile schon auch recht kritisch wird. Mhm. Also wir hatten 2018 zum Beispiel, das war ja auch so ein extrem heißer Jahrgang. Da hatten manche alle Urlaub geplant und dann war ja der Sommer irgendwie, hat er sich doch nochmal extremer entwickelt und da hatten wir auch gedacht, 18, ja, irgendwie die Reben, die können ja, irgendwann stehen sie trocken und dann geht die Entwicklung nicht weiter, wie es jetzt ja in 22 war. Nee, in 18, da hat ja, das ist ja immer weiter gewachsen. Da war ja doch, obwohl kein Wasser da war oder kaum noch, war ja die Entwicklung trotzdem da. Und da haben wir den Sonnenberg Frühburgunder haben wir am 16. August gelesen. Also das war natürlich schon auch echt extrem früh. Und natürlich alle dann im Urlaub erstmal wieder gecancelt und dann am 16. August den Wein gelesen, oder die Trauben. Und das ist natürlich schon auch. Wenn du dann halt wirklich im Hochsommer bei 30, 32 Grad draußen stehst, dann ist es mit Sicherheit nicht perfekt. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann halt wieder die Weine draus probiere, dann denke ich mir, ja, irgendwo gibt es halt dann doch die Berechtigung dafür, für den Aufwand. Der Aufwand hat sich gelohnt. Genau. Und von dem her, also wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen und jetzt Flächen zu roden, weil wir sagen, nee, das wird zu früh reif. Auf keinen Fall, weil dafür sind die Weine einfach viel zu schön. Momentan muss man aber auch ehrlicherweise sagen, legen wir jetzt eher ein bisschen den Fokus auf den Spätburgunder. Mhm. Also da haben wir jetzt auch gerade
Dieses Jahr werden wir im Maustal mitten im Kernstück zwischen unseren beiden Pinos, die wir schon haben, oder zwischen den dreien, konnten wir nochmal 0,2 Hektar kaufen, wo wir jetzt nochmal mit Burgunderklonen bepflanzen werden. Und ja, also da wollen wir schon noch ein bisschen an der Qualitätsschraube auch drehen. Und beim Frühburgunder, das wird so im kleineren Maßstab auf jeden Fall nebenbei parallel dazu nicht schaffen. Was ist dein Eindruck zum Frühburgunder? Sehr fein. Kann ich mir gut auch mal so ein Dessert vorstellen. Mhm. Ja. Oder mit Tomate. Mhm. Schwarzacher Tomaten mit Burrata. Einfach mal eher so frisch, süßlich. Mhm. Sommerlich. Ja, das ist auch wieder so, eure Rotweine sind eigentlich auch so ein Vertreter, die kann ich auch im Sommer trinken. Ja. Habe ja, ich kein Problem mehr. Genau. Ja. Und ich finde es einfach auch ja, so ganz leicht angekühlt, mhm, und dann macht es so viel Spaß. Und auch wie gesagt, gerade wenn es jetzt so ein bisschen reifer hat, also ich finde jetzt, die 19er, das ist cool, aber das ist jetzt eigentlich immer noch deutlich zu jung. Und da jetzt ab 2015 und wenn du dann ein bisschen älter gehst, da geht jetzt so dann richtig die Post ab. Und das ist aber auch echt das, wo wir hinwollen, dass die Weine einfach die Reifefähigkeit haben. Haben auch ja, vor ein paar Jahren nochmal einen neuen Barrikkeller gebaut, dass wir da einfach auch beste Möglichkeiten haben, um die Weine auszubauen. Ist auch tatsächlich der tiefste Punkt im Keller, die Weine liegen da unten, ist auch fast wie in so einem Eiskeller, also das ist auch der kälteste Punkt im Keller und du merkst einfach schon, die Entwicklung ist extrem langsam und auch die Weine, wenn wir dann vor der Füllung den ersten Abstich machen, die sind noch so voll mit Kohlensäure, weil da einfach gar keine Kohlensäure rausgeht, weil die so kalt liegen. Aber das ist natürlich einfach auch für die Entwicklung der Weine, das wird so ausgebremst und du bringst halt wahnsinnig jung auf die Flasche. Das ist halt spannend. Und das ist halt schon sehr, sehr spannend. Und da merkt man schon einen Unterschied zu früher, also noch 2, 3, 4 Grad wärmer lagen über 1,5 Jahre, hast du da schon eine Entwicklung oder andere Entwicklungen. Mhm. Die Weine kamen früher einfach schon fertiger auf die Flasche. Mhm. Und jetzt brauchen sie einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich jetzt dann dadurch ein bisschen niedriger auch mit dem Schwebel gehen, was einfach eine schöne Entwicklung ist, weil sie dann, wenn du sie dann aufmachst, sich doch auch im Glas einen Tick schneller entwickeln, schneller öffnen. Und ja, war mit Sicherheit die letzten Jahre für uns die größte Baustelle oder das größte Feld, wo wir am meisten Entwicklung gemacht haben, aber auch unheimlich spannend. Bei den Weißen dahingehend waren wir halt schon lange ja eigentlich auf einem eingefahrenen Weg, in Anführungszeichen, der aber nicht verkopft einfahren war, sondern glaube ich immer noch nach zur Seite schauend. Aber da haben wir einfach unseren Weg schon länger gefunden gehabt im Ausbau. Und bei den Roten, glaube ich, sind wir jetzt so langsam auch da, wo wir hinwollen. Mhm. Super. Wenn man eure Weine bekommen möchte, hat man gerade ein Problem. Momentan ist noch schwierig. Genau. Nee, aber es wird dann, ich sag mal, ab 2. Aprilhälfte wird es die Weine wieder geben. Also entweder bei uns dann direkt ab Hof, beziehungsweise wir sind ja auch mit einem breiten Händlernetzwerk regional oder auch überregional vertreten. Also da gibt es dann die Weine. Mhm. Ich sag mal, spätestens ab Mai sind sie wieder im größeren Maßstab verfügbar. Mhm. Beziehungsweise Online-Shop. Genau, Online-Shop auch. Also, genau. Kann man durchaus einfach mal was bestellen, also sage ich jetzt einfach mal. Genau. Ihr werdet mit Sicherheit keinen Fehler machen. Also ich habe schon den einen oder anderen Wein hier probieren können und ich glaube, ich wurde niemals enttäuscht. Also das ist, muss man jetzt auch einfach mal sagen. Dankeschön. Und hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich mich einfach mal bedanken, dass wir nochmal herkommen durften. Danke nochmal, das Weingut nochmal zeigen und einfach auch nochmal mal den Fokus auf Rot legen. Das fand ich eigentlich wirklich auch eine spannende Sache und ja, ich kann nur sagen, probiert einfach mal was und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge und vielen Dank. Danke.